Verhalten beim Austritt von CBRN-Gefahrstoffen. Kommt es in Ihrer näheren Umgebung zu einer Freisetzung von chemischen, biologischen, radioaktiven oder nuklearen Gefahrstoffen, kurz CBRN-Gefahrstoffe, können Sie von deren schädigenden Wirkungen direkt betroffen sein. Insbesondere luftgetragene Gefahrstoffe breiten sich schnell aus. Das bedeutet, sollten Sie über den Austritt von Gefahrstoffen in der näheren Umgebung Kenntnis erlangen, befolgen Sie die nachfolgenden Handlungsempfehlungen. Sie befinden sich im Gebäude. Erstens, bleiben Sie im Gebäude. Zweitens, schließen Sie Fenster und Türen. Drittens, informieren Sie, falls erforderlich, andere Personen. Viertens, schalten Sie Ventilatoren und Klimaanlagen aus und schließen Sie offensichtliche Lüftungsschlitze, zum Beispiel an den Fensterrahmen. Fünftens, suchen Sie einen Innenraum auf, möglichst ohne Außenfenster. Sechstens, bei radioaktiven Stoffen suchen Sie vorzugsweise einen Kellerraum auf. Siebtens, schalten Sie ein Radiogerät, Webradio ein, Regionalsender. Achtens, telefonieren Sie nur in dringenden Notfällen. Neuntens, benutzen Sie beim Eindringen von Gefahrstoffen vorhandene oder behelfsmäßige Atemschutzmöglichkeiten, zum Beispiel ein feuchtes Taschentuch. Zehntens, achten Sie auf Lautsprecherdurchsagen beispielsweise von der Polizei, der Feuerwehr oder dem Katastrophenschutz. Elftens, bleiben Sie so lange im Gebäude, bis es eine offizielle behördenseitige Entwarnung gibt. Diese wird in der Regel über das Radio und mittels Lautsprecherdurchsagen verkündet. Sie befinden sich im Freien. Erstens, suchen Sie das nächstgelegene bewohnte Gebäude auf. Zweitens, bewegen Sie sich möglichst quer zur Windrichtung, atmen Sie dabei durch eine vorhandene oder behelfsmäßige Atemschutzmöglichkeit, zum Beispiel ein feuchtes Taschentuch. Drittens, wenn Sie mit Gefahrstoffen in Kontakt gekommen sind, ziehen Sie vor dem Betreten des Gebäudes unverzüglich Ihre Oberbekleidung und Schuhe aus und lassen Sie diese außerhalb des Gebäudes zurück. Viertens, waschen Sie sich zuerst Hände, dann Gesicht und Haare, ebenso Nase, Mund und Ohren. Zudem ist eine Handdesinfektion durchzuführen, sofern möglich. Fünftens, beachten Sie die Handlungsempfehlungen im Gebäude. Sie befinden sich im Auto. Erstens, schalten Sie unverzüglich die Lüftung aus und schließen Sie alle Fahrzeugfenster. Zweitens, schalten Sie das Radio an, Regionalsender, und achten Sie auf weitere Anweisungen, Durchsagen. Drittens, beachten Sie die Handlungsempfehlungen im Freien.